Die Gewalt im Nahen Osten dauert an. Aschkelon im Süden Israels wurde in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch erneut von Raketen aus dem Gazastreifen angegriffen. Der Beschuss ist eine Reaktion auf die Tötung Abu al-Attas, Kommandeur der militanten Palästinenserbewegung Islamischer Dschihad durch Israel. Kritiker unterstellen Ministerpräsident Benjamin Netanyahu, er wolle die Israelis überzeugen, dass einzig er für ihre Sicherheit sorgen könne. Israel ist nach den Wahlen im September in schwierigen Verhandlungen über die Regierungsbildung. Derzeit ist Netanyahus Rivale, der Oppositionspolitiker Benny Gantz, damit beauftragt. Das könnte Zeit in Anspruch nehmen. Wir brauchen Ausdauer und Gelassenheit. Wir müssen den Streitkräften die Möglichkeit geben, die Arbeit zu erledigen. In Tel Aviv sind in der Nähe der Parteizentrale von Netanyahus Likud-Partei Demonstranten auf die Straße gegangen, um gegen die Raketenangriffe auf dem Gazastreifen zu protestieren. Wir protestieren gegen die Gewalt, weitere Gewalt Israels gegen Gaza, denn das wird keinen Frieden bringen. Alle leiden, vor allem die Palästinenser in Gaza, aber auch die Israelis im Süden des Landes. Insgesamt sind nach Angaben des Gesundheitsministeriums in Gaza am Dienstag 10 Palästinenser durch die israelischen Luftangriffe getötet worden.